Gemeinde der interkulturellen Arbeit von Romanistan, alle Anwesenden, die gekommen sind, weil sie an der Kultur und am Leben der Sinti und Roma interessiert sind. Diejenigen, die genauer hinschauen möchten und sich nicht mit den meist einschlägigen bis hin zu den von Rassismus infizierten Bildern und Berichten der Medien oder der Polemik der Rechten zufrieden geben und auf diesem Weg die Thematik der Sinti und Roma so für sich abschließen möchten. Ich sehe es vielmehr als eine wichtige Aufgabe, neue Sichtweisen für Menschen zu erschließen, die über Themen wie Rassismus gegen Sinti und Roma, die bis heute andauernde Verunglimpfung, die missverstandene und von der Industrie nicht selten missbrauchte Kultur der diskriminiertesten Minderheit Europas mehr wissen wollen und genauer hinschauen möchten. Oft wird im öffentlichen Leben nur das Negative mit der allgemeinen Formel Sinti und Roma in Zusammenhang gebracht. Oder man drückt den Angehörigen dieser Minderheit die altbewährten Klischeestempel auf. Geheimnisvoll und lebenslustig zugleich möchte man uns auf der Kinoleinwand oder auf den Nähten sehen. Heiß und freudig soll uns die Musik sein, wenn wir auf der Bühne stehen. All diese vermeintlich positiven Vorurteile wären im Grunde nicht böse gemeint, bekommt man oft als Betroffene, Betroffener zu hören, wenn man sich gegen diese Klischees wehrt und davon entschieden distanzieren möchte. Es mag ja bei manchen stimmen, dass es eher aufwertend gemeint ist, wenn man von dem Eingeborenen und vom Freiheitstrieb geprägten Sorglosleben eines Gypsy schwärmt. Aber ist es denn wirklich notwendig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass auch diese Vorurteile dazu geführt haben, dass sowohl Sinti als auch Roma durch diese Fremdbestimmung und die damit einhergehende Exotisierung jahrhundertelang der Ausgrenzung und Verfolgung ausgesetzt waren, die letztendlich auch zu ihrer Vernichtung führten? Daher ist es falsch, pauschalisierend von einer Kultur der Sinti und Roma zu sprechen. Unsere Kunst ist so unterschiedlich wie die Menschen, sie machen. Und jeder Mensch hat ein eingeborenes Ich-Gefühl, welches er zunächst nicht in Frage stellt. Somit ist die Identitätsfrage auch eine, die einem von außen aufgetragen wird. Umso wichtiger ist es, ein authentisches Bild über Sinti und Roma zu vermitteln. Bei den willkürlich produzierten und weit verbreiteten Zigeuner-Klischees ist eine Gegenbewegung notwendig. Man darf sowohl den unethischen und auch kommerz ausgerichteten Machenschaften der Industrie wie auch den von Rassismus geprägten Kreisen nicht das Feld überlassen. In der Vielfältigkeit und Einzigartigkeit jedes Sinto, jeder Sintelse, jeder Romni, jedes Rom sehe ich eine Bereicherung. In der Differenzierung der Person und der Anerkennung ihrer ganz persönlichen Handschrift und nicht in der Verallgemeinerung sehe ich das Besondere, was die Kultur der Sinti und Roma betrifft. Aber auch in dem, was Kunst und Kultur in puncto Empowerment in der Community selbst bewirken kann. Es stärkt das Selbstbewusstsein des Einzelnen und der Gruppe und ermöglicht, zur eigenen Kultur und zur Herkunft zu stehen und gibt die Kraft, den hartnäckigen Ressentiments gegenüber Sinti und Roma durch Mut zur Aufklärung entgegenzuwirken. Die Identitätsfrage stellte sich mir und vielen anderen Sinti und Roma auch erst im Laufe der Zeit. Als kleines Mädchen hatte ich niemals das Gefühl, dass ich aufgrund meiner ethischen Herkunft anders oder besonders bin. Daher gab es auch kein Bewusstsein bezüglich meiner Identität als deutsche Sintelser. So hat sich mein Leben hauptsächlich im Kreis meiner Familie abgespielt.
die mir Werte wie Zusammenhalt, Respekt und Ehrlichkeit vermittelt hat. Die Geborgenheit und die Wertschätzung, die ich als Kind erfahren durfte, hilft mir bis heute, selbstbewusst mit meiner Identität als Frau, als Synthetzer und als Musikerin umzugehen. Dass meine Identität für die meisten Deutschen doch nicht so natürlich und akzeptierbar war wie für mich, habe ich dann erst in der Schule gemerkt. Rein optisch sah ich schon ganz anders aus als meine Klassenkameraden. Und es dauerte nicht lange, bis ich als Zigeunerin enttarnt, hämisch gehänselt oder gar beschimpft wurde. Eine befremdende Leere und Unsicherheit prägte plötzlich meinen schulischen Alltag. Ich denke, dass für mich ab diesem Zeitpunkt die Auseinandersetzung mit meiner Herkunft begann. Zum Glück war ich mit einem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet. Und so beschloss ich für mich, die anderen hätten ein Problem mit meiner Identität und nicht ich. Anstatt mich für meine Sinti-Wurzeln zu schämen und sie zu leugnen, war ich schon immer stolz auf meine Herkunft. Welches Privileg und Glück ich hatte, in diese Familie hineingeboren zu werden. Gesundheit. Merkte ich, als ich von den Berufs- und Hobbymusikern, die hauptsächlich Jazzmusiker waren, die sich in meinem Umfeld bewegten, von klein auf Dinge beigebracht bekamen, die sich andere später in Jazzschulen teuer erarbeiten mussten. Dennoch wäre die Behauptung, ich wäre nur Jazzmusikerin geworden aufgrund meiner Ethnie, schlichtweg falsch. Als Synthetzer sehe ich mich in keinem Widerspruch zu meiner deutschen Identität. Im Gegenteil, ich sehe in meiner kulturellen Bilingualität die Chance, Verbindungen zwischen den Menschen zu schaffen. Mit meiner Musik und meinen Songs, die ich oft in der Sprache der Sinti, der Roma singe, schaffe ich einen Dialog mit dem Publikum. Manchmal komme ich sogar direkt mit den Leuten in Kontakt. Und wir reden über die Kultur der Sinti, wie sie wirklich ist. Auch bei meinen Lesungen gebe ich den Leuten die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. So kann ich sogar Vorurteile auswandern. In erster Linie mache ich meine Musik aus der Motivation heraus, etwas zu bewegen. Dies ist der natürliche Impuls, der am Anfang jeder Komposition, jeder neuen CD oder eines Buchmanuskriptes steht. Ich denke nicht in Schubladen und reduziere die Themen meiner Arbeit nicht auf meine Herkunft oder meine Identität als Frau. Ich versuche mich einfach so gut wie möglich in die Dinge einzubringen, die mich beschäftigen. Positive, aber auch negative Dinge. Daher befasse ich mich oft mit den Missständen, unter denen diese Minderheit zu leiden hat. Wie jeder Mensch schöpfe ich aus meinen Erfahrungen und aus meiner Fantasie. Daher fließt Vergangenheit und Fiktion in meine Arbeit. Ich bin zwar keine Aktivistin in dem Sinne, dass ich auf Demos gehe oder einer Hilfsorganisation angehöre, aber ich würde keinen Moment zögern für das Recht, der Sinti und Roma einzustehen, wenn es darauf ankommt. Ich möchte als Mensch, als deutsche Synthetzer und gleichberechtigte Bürgerin dieses Landes wahrgenommen werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. War es Zufall oder Schicksal, dass mein Kampf für eine gleichberechtigte Freiheit von Sinti und Roma dazu geführt hat, dass ich von der Außenwelt als Synthetzer wahrgenommen werde? Mein Stolz als Angehörige dieser Minderheit gebietet es, zu meiner Herkunft zu stehen und sie nicht aus Scham oder Angst vor eventuellen Benachteiligungen zu leugnen. Im Gegenteil, es ist für mich und viele andere Sinti- und Roma-Künstler zum Anliegen geworden, diese Identität als etwas Natürliches und sogar Besonderes, Bereicherndes herauszustellen und kulturelle Brücken zu schlagen, anstatt mit Leugnung der eigenen Wurzeln die bestehenden Kluften noch weiter zu vergrößern. Die Vielschichtigkeit ist das Besondere jedes Menschen.
ob Roma oder nicht Roma, Sinto oder nicht Sinto. Das gilt ebenso für die Kultur und die Musik. Meiner Meinung nach zeichnet sich qualitativ hochwertige Kunst dadurch aus, dass sie für den Einzelnen über verschiedene Wege zugänglich ist und von den Auseinandersetzungen und Erfahrungen der Künstler und der Protagonisten erzählt. Sie teilen mittels Kunst ihre Ideen, Ängste und Hoffnungen mit und laden das Publikum in ihre ganz eigene Welt ein. Eine Welt, die sich zwar nicht in die Zigeunerschublade stecken lässt, sondern nur ein Ziel verfolgt, die Wahrheit des Künstlers zu vermitteln. Und der Künstler ist in erster Linie nichts anderes als ein Mensch.